Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Basic-Videos zum Thema Zahlenmengen und ihre Darstellung auf der Zahlengerade. In diesem Video besprechen wir, wie sich rationale Zahlen auf der Zahlengerade darstellen lassen. Dafür habe ich mich mit Bella und Dennis aus dem Intro-Video an der Zahlengerade verabredet und sie gebeten, ihre fünf Lieblingszahlen mitzunehmen. Bella hat uns ihre Lieblingszahlen in Bruchzahldarstellung mitgebracht. Die erste Zahl lautet 1/2. Wie wir bereits im Intro-Video gesehen haben, bedeutet 1/2, dass ein Ganzes in zwei Hälften geteilt wird. Wir können das auch ganz einfach mit unserer Zahlengerade machen. Von 0 bis 1 ist ein ganzer Schritt. Ein halber Schritt ist genau die Hälfte dieser Strecke. Also platzieren wir die Zahl 1/2 hier. Die nächste Zahl lautet minus 3/4. Wir können Strecken natürlich nicht nur halbieren, sondern auch in drei oder mehrere Teile einteilen. Die Zahl minus 3/4 liegt zwischen minus 1 und 0. Nun können wir diese Strecke in vier gleich lange Teilstrecken teilen und gehen von 0 weg 3 Viertelschritte nach links. Jetzt können wir die Zahl minus 3/4 hier platzieren oder auf unserer Zahlengerade hier. Eine weitere Lieblingszahl von Bella ist die Zahl 5/2. Pausiere kurz das Video und überlege dir, wo du diese Zahl auf unserer Zahlengerade hinschreiben würdest. Um den richtigen Platz auf der Zahlengerade zu finden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wir teilen die gesamte Zahlengerade in halbe Teilstrecken ein und gehen dann 5 halbe Schritte nach rechts. Oder aber wir wandeln die Zahl 5/2 in eine sogenannte gemischte Zahl um. 5/2 sind dasselbe wie 2 Ganze und 1/2. Wir gehen also 2 ganze Schritte und dann einen halben Schritt nach rechts und können anschließend die Zahl 5/2 hier auf unserer Zahlengerade platzieren. Jetzt kannst du es noch mit den Zahlen minus 1/4 und 9/3 selbst versuchen. Für die Zahl minus 1/4 wurde die Strecke zwischen 0 und minus 1 geviertelt und die Zahl hier aufgetragen. Die Zahl 9/3 wird hier platziert. 9/3 haben denselben Wert wie 3 Ganze. Deshalb ist die Zahl hier auf unserer Zahlengerade. Nun schauen wir noch zu den Lieblingszahlen von Dennis. Auch er hat uns Zahlen aus der Menge der rationalen Zahlen mitgebracht. Die erste Dezimalzahl ist 0,3. Wenn du dich noch an die Stellenwerttafel erinnern kannst, dann weißt du, dass die erste Stelle nach dem Komma Zehntelstelle heißt. Das bedeutet also, wir müssen unsere Zahlengerade in noch kleinere Abschnitte teilen, nämlich in Zehntel. Lass uns also nach jedem Zehntel eine Hilfslinie einzeichnen. Hier habe ich das zwischen 0 und 1 gemacht. Die Zahl 0,3 hat an der Zehntelstelle die Zahl 3. Das heißt, wir gehen 3 Zehntelschritte nach rechts und platzieren die Zahl hier. Oder auf unserer Zahlengerade entspricht das dem Platz hier. Die nächste Zahl lautet 2,2. Schauen wir uns auch dazu die Stellenwerttafel an. 2 Einer und 2 Zehntel. Das heißt also,
Wir gehen zwei ganze Schritte nach rechts und zwei Zehntel Schritte und schreiben die Zahl 2,2 hierhin. Hast du das Prinzip verstanden? Dann klick jetzt auf Pause und versuche es mit den Zahlen minus 3,4, minus 5,7 und 3,0. Hier siehst du, wo die Zahlen ihren Platz auf unserer Zahlengerade haben. Ist dir beim Einzeichnen der Zahlen etwas aufgefallen? An der Position 3 stehen die Zahlen 3, 3,0 und 9 Drittel. Diese Zahlen haben alle denselben Wert. Nun haben wir schon ganz schön viele Zahlen auf der Zahlengerade platziert. Jede Zahlenmenge hat unsere Zahlengerade erweitert. Aus dem ersten Teil des Videos wissen wir, dass wir für das Einzeichnen natürlicher Zahlen ganze Schritte in die positive Richtung machen. Für die ganzen Zahlen brauchen wir ganze Schritte sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Und für die rationalen Zahlen, also die Bruchzahlen und die Dezimalzahlen, haben wir die Abstände zwischen den ganzen Schritten sowohl in die positive als auch in die negative Richtung verfeinert. Das heißt also, die natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge der ganzen Zahlen. Und die ganzen Zahlen sind eine Teilmenge der rationalen Zahlen. Danke fürs Zusehen.